Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Es ist das letzte Shop-Video, bevor ich in den Urlaub fahre. Würde mich auf jeden Fall trotzdem freuen, wenn ihr mich weiterhin unterstützt. Denn ich habe extra wirklich 4 Videos gemacht, die jetzt während der nächsten anderthalb Wochen online kommen, damit ihr auch Videos habt, wenn ich mal nicht da bin. Deshalb kann ich jetzt die letzten Tage auch nicht direkt Videos, also am Wochenende kam mir eher kein Video, damit ich das dann eben halt zusammen machen kann, damit es über einen größeren Zeitraum immer ein Video gibt. Ja, lasst doch gerne ein Abo und Like da, um mich zusätzlich zu unterstützen. Und mein Ziel ist es eigentlich, 50 Abonnenten zu erreichen, während ich im Urlaub bin. Das wäre auf jeden Fall extrem nice und ich würde sagen, wir switchen noch über einen Item Shop. Dort beginnen wir mal mit der grünen Lackierung. Ich mag sie echt nicht. Diese Streusel sehen nicht cool aus. Und dieser gelbe Hintergrund gefällt mir auch absolut nicht. Das ist wirklich eine der schlechtesten Lackierungen. Die hätte ich mir definitiv nicht gekauft. Dann habe ich hier den Berieseler Emote. Ist definitiv ein ganz cooler Emote. Cooler Beat. Und sieht auch ganz witzig aus. Ja, kann sich wirklich gut kaufen. Haben wir die Lebenserhaltung. Das hier Spitzhacke auch hier vom Triad Trooper. Ist definitiv eine coole Spitzhacke. Etwas sehr extravagantes hier eben halt mit den mit diesen Chemikalien, die da eben drin sind an so einem Arm, damit ihr aber oder die Medizin vorne noch eine Säge sieht. Auf jeden Fall ganz cool aus. Dann habe ich hier den Schnorchel Ops Charakter. Ist definitiv ein cooler Charakter. Ist eben halt eine klassische Ramirez. Und ich mag den Ramirez-Stil eigentlich ganz gerne. Und jemand dann vorne mit der Spitzhacke ist hier halt ein extrem Schwitzer-Skin. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir den Triad Trooper. Mir wäre persönlich ein bisschen zu breit. Allerdings sieht das natürlich auch cool aus mit der ganzen Weiß und Rot. Und ist in so ein richtiger Tank eben halt. Sieht definitiv auch eigentlich ganz cool aus, wenn es auch ein bisschen breit ist. Haben wir den Mac-Waffel-Charakter hinten. Ist es ja auch reaktiv. Ich weiß zwar jetzt nicht, wodurch da reaktiv wird. Wahrscheinlich mit der Zeit schmilzt da irgendetwas oder so. Ja, auf jeden Fall sieht der Charakter sehr witzig aus. Eben halt hier mit der Waffel und dann oben dem Eis so. Allerdings wäre das jetzt nicht so mein Fall. Ich finde die Farben so ein bisschen... Die Farben sind einfach nicht meins. Mit diesem komischen Gelb gefällt mir jetzt persönlich nicht ganz so. Die Wassereis-Spitzhacke jedoch gefällt mir hier mit dem Kälteeffekt. Und hat auch einen coolen Werkzeugeffekt. Und der Waffeleisflieger gefällt mir jetzt auch nicht ganz so, weil ich das einfach nicht mag, wenn Essen so runterkleckert. Ist einfach dann nicht meins an der Stelle. Aber die Rote Ritterin ist definitiv ein cooler Skin mit den verschiedenen Farben hier in dem Kettenhemd. Und natürlich das Rote Ritter-Schild. Das sieht auch extrem cool aus. Ja, den kann sich definitiv kaufen. Kostet allerdings auch 2000 V-Bucks und heutzutage sind Skins eigentlich häufig besser. Die Karmesin-Hacke gefällt mir auf jeden Fall auch ganz gut. Hier eben halt mit dem schwarzen so und dann hier oben dieses richtig blutrote im Prinzip. Sieht wirklich cool aus. Für 800 V-Bucks lohnt sich das komplett. Der Skin hat kein Geleiter, soweit ich das weiß. Und der ist jetzt auch nicht im Shop. Und dann haben wir noch den ausgefallenen Emote. Ein Fortbewegungs-Emote. Kann ich mir auf jeden Fall ganz witzig vorstellen. Ja, dann würde ich sagen, switch wir noch ein letztes Mal rüber in den Rette die Welt-Shop. Natürlich nach dem Urlaub werden auch wieder aktiv jeden Tag Shop-Reviews kommen. Und ich denke mal, dass ich eventuell auch die Challenges euch dann zeigen werde. Ja. Dann, was haben wir heute? Ein legendäres Vollschatz-Lama. Komplett unnötig. Das braucht keiner. Ich habe nichts zu verbergen. Upgrade-Lamas. Heute schon wieder im Angebot. Auf jeden Fall nice. Nicht das heißt, gestern Glück. Und heute waren im Angebot. Du kriegst, was du siehst. Hey, wen habt ihr denn da? Ich hatte nur mal Hunger. Sieht ziemlich spät. Hab ich ein Glück? Jawohl. Ja, die
Lahm ist dann auf jeden Fall ganz nice, zumindest ist er immer gut gezielt. Ja, ne. Welcher Gegenstand ich habe, hat sich nicht aktualisiert. Ja, und das war's mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao.